keine Komplikation mit Kang Tao? Bisher nicht. Haben noch eine Patrouille zur Tanke geschickt. Aber sie sind überzeugt, dass die Ruffen den AV runtergeholt und Hellmanns Wachen angegriffen haben. Der Typ von der Tanke bleibt bei der Geschichte. Also sind wir fürs Erste sicher. Pass auf dich auf. Bis bald, Vi. Gedacht. Und ehe du fragst, in meinen Gedanken warst du nackt. Hab gehört, es gab bei der Parade in Japantown Ärger. Ja, das war wohl meine Schuld. Ha, irgendwie wusste ich sofort, dass du was damit zu tun hast. Wir wollten nur mit Hanako reden. Dann lief alles ein bisschen aus dem Ruder. Wie immer mit Konzern. Was hast du erwartet? Was ist sonst so in deinem Leben los? Ach, nichts Besonderes. Ich würde lieber wissen, wie es dir so ergangen ist. War schön von dir zu hören. Ich bin für dich da, Vi. Ruf jederzeit an. Was hast du hinten drin? Thank you.
Alles wird gut. Atme durch. Zähl bis 10. Sprich ein Mantra. Was immer dir dabei hilft, dich zu beruhigen. Dein Nervensystem hat mächtig was abbekommen. Herzrasen, Schweißausbrüche. Wird gleich besser. Was machst du? Ist das eine Falle? Im Gegenteil. Ich helfe dir. Sicher. Ich weiß von der tickenden Zeitbombe in deinem Kopf. Wenn ich sie entschärfen könnte, würde ich es tun. Gleich geht's dir besser. Keine Sorge. Wie? Die Sache stinkt. Ich glaube, sie... Sie macht was mit dem Relic. Wie zum... Stimmt, Johnny. Aber keine Angst. Euch passiert nichts. Ey, fick dich! Wenn wir beide auf dem Videochip-Protokoll aktiv sind, kann das bei dir Schocks auslösen. Ich muss dich abstimmen. Was zum Zu deinem Zukunftssicherheit. Ich musste ihn stumm schalten. Er hört dich weiterhin, kann nur nicht mit dir reden. Langsam wird die Sache klarer. Du bist Netrunner, oder? Und zwar eine richtig gute. Richtig geraten. Hab mich übers kognitive Protokoll des Relics reingelassen. Ich sehe und höre dasselbe wie du. Im Moment bin ich an Bord von Space Force One und sitze Rosalind Myers gegenüber, der Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Die Präsidentin? Scheiße, das ist kein Witz. Nein, das ist todernst. Das Flugzeug wurde gehackt und fliegt direkt auf Night City zu. Bald landen wir in Dogtown. Unser Funk ist gestört, blockiert. Ich hatte keine andere Option als den Relic. Im Moment bist du unsere einzige Kontaktperson am Boden. Was soll ich tun und wie viel Zeit bleibt uns? Zu wenig, um die Landung in Dogtown zu verhindern. Jetzt geht's nur noch um Schadensbegrenzung. Da kommst du ins Spiel, wie? Das Leben der Präsidentin und ihre Sicherheit haben höchste Priorität. Sie wird den Aufprall überleben. Aber Dogtown, du musst sie aus dem Flugzeug holen, bevor dir jemand zuvorkommt. Nichts ist gratis, Songbird. Was kriege ich dafür? Ich habe dir gezeigt, was ich kann. Das war lange nicht alles. Ich kann dich heilen. Ein für alle Mal. Warum soll ich dir trauen? Hatte eben wegen dir einen Anfall. Eine Nebenwirkung. Tut mir leid. Aber die gute Nachricht. Ich mach's wieder gut. Hier, nimm das als Vorschuss. Dein Relic ist voller beschädigter Daten. Ich beseitige sie und schaffe Platz für Zeug, das du gebrauchen kannst. Zum Beispiel? Nova Militech Kampfsoftware. Die liegt sonst eh nur ungenutzt rum. Oder so? Das mache ich nicht aus Herzensgüte. Ich will dich in Topform. Bisher hast du die Basisversion der Software. Aber die kann das. Sie lernt und wächst mit dir. Und verbessert sich, wenn du sie mit Daten fütterst. Kampfanalysen, legendäre Aufträge, Missionen, bei denen sich das NCPD einmachen würde. Sieh dich in Dogtown um. Da muss ich erstmal hin. Der Haupteingang ist keine Option. Ohne Pass kommst du da nicht rein und mir fehlt die Zeit, einen zu fälschen. Du schleichst dich schön heimlich von hinten rein. Ich darf niemand sehen oder scannen. Denke schon. Nach dir. Ich bin bei dir und helfe so gut ich kann. Das Parkhaus. Da, hinterm Zaun. Das haben früher Schmuggler benutzt. Jetzt bist du da. Schleich dich rein. Lenk zur Not die Wachen ab. Denk dir was aus. Schon wieder. Flachwichser vermissen werden.
Das wird ein Spaß. Hä? Okay, geh rein. Such nach einem Netzzugangspunkt. Verlink dich damit, dann kann ich dir helfen. Du musst eine Ebene runter. Sieh dich nach einem Weg um. Such jetzt nach einem Wartungsraum. Da drin findest du bestimmt eine Stromquelle. Ein Zugangspunkt, aber kein Saft. Den brauchst du aber. Sonst kann ich dir auch nicht helfen. Ins System ein. Uralt. Keine protoalten Protokolle. Beschädigte Daten. Moment, ich muss einen unserer Satelliten pingen. Mal gucken, welches aktive Doctown-Netzwerk mit dieser Infrastruktur verbunden ist. Eine kleine Hintertür. Und weiter geht's. Los auf die Plattform. Ich führe dich von hier aus zum Parkhaus.
Zuerst hast du den Rally gehackt, dann Johnny stumm geschaltet. Jetzt erwächst du einen Schrotthaufen zum Leben? Ziemlich krass. Wer hat dir das beigebracht? Ich bin eine NUSA-Informationsanalytikerin. Ich wurde von Experten ausgebildet. Und die wollten mich haben, weil ich mir mit 13 ein altes Deck beim Ripper an der Ecke gekauft habe und seitdem ständig im Netz bin. Da wurde man auf mich aufmerksam. Die Geschichte fühlt sich unvollständig an. Als wäre sie komplizierter. Vielleicht. Ich entschuldige mich schon mal für die Frage, aber die Nummer im Compeki Plaza? Wieso? Das war reiner Ehrgeiz. Manchmal steckst du in der Alltagsscheiße fest, willst was Besonderes machen. Jemand werden, an den man sich erinnert. Wollte wohl zu hoch hinaus. Ja, das Gefühl kenne ich. Aber Ehrgeiz und Selbstbewusstsein sind nicht immer schlecht. Nein, aber sie kosten einen viel. Vielleicht. Lebst du noch? Glaub schon. Warte mal ganz kurz. Übrigens, muss echt nervig sein. Mit so einem abgehalfterten Rockerboy im Kopf. Klingt anstrengend. Bist wohl kein Silverhand-Fan. Bitte. Samurai war schon beim zweiten Album mies. Präsidentin Myers wünscht dir viel Glück. Okay. Hallo, zurück an die Präsidentin? Richtig aus. Ich habe ihr unseren Plan erklärt.
Sie? Präsidentin Myers wünscht dir viel Glück. Okay. Hallo, zurück an die Präsidentin. Richtig aus. Ich habe ihr unseren Plan erklärt. Typisch Rosalind. Sie sagt, halt mich auf dem Laufenden. Sitzt da, nippt an ihrem Gin, blättert im Kalender und verschiebt Meetings. Die Frau haut nichts um. Angefangen hatte, habe ich nach solchen Orten gesucht. Den Strom angezapft, mich verlinkt, mich sozusagen ins Netz gestohlen. Ich habe die gefährlichsten Aufträge gemacht und dabei viel gelernt, auch wenn es weh tat. Aber ein paar Mal sind mir richtig große Dinge gegangen. Irgendwas, wovon ich in PBS-Feeds gelesen habe? Biotechnica, 3 oder 64. Fermentierungsanlage in Oregon, ganz inoffiziell. Sagt dir das was? Ja, da klingelt was. Aber du bist nicht beeindruckt? Doch, doch, total beeindruckt. Aha. Ich erledige den Rest. Gleich bist du in Dogtown. Mach einen Bogen um Hansons Schläger. Apropos Kurt Hanson, was weißt du sonst noch über ihn? Hanson war Offizier. Militech. Am Ende des Vereinigungskriegs sollte seine Einheit Night City einnehmen. Seine Leute eroberten diesen südlichsten Zipfel und blieben einfach hier. Haben den Abzugsbefehl verweigert, die Waffen eingesteckt und Dogtown gegründet. Sie haben einen Krieg gegen den nächsten eingetauscht. Ob heiß oder kalt, Krieg bringt eben die meiste Kohle. Die Treppe hoch durchs Lager.
Das sollte zum Markt führen. Kończymy ze stadionem. Wie? Was ich fragen wollte. Wie schlimm ist es für dich? Meine Zeit läuft ab. Und zwar schnell. Der Relic bringt mich schon bald um. Aber du bist hier. Du suchst nach einer Lösung. Du kämpfst weiter. Würdest du alles für eine zweite Chance tun? Auf jeden Fall. Kopf hoch. Wir hängen da beide drin. Weise Worte. Jetzt weiß ich, warum die Also, wird das jetzt was? Alter! Meinst du, du kriegst Hansons persönlichen Schutz nach 5 Minuten und einem Handschlag? Ja. Okay. Ab aufs Dach mit dir. Was? Wozu denn? Die schöne Aussicht. Ich mein's ernst. Von da aus siehst du nämlich, wo wir gleich landen. Hab keinen Zugang. Und jetzt? Starte mal den Generator neu. Ein Problem nach dem anderen. Bei dir geht alles kaputt. Die Tür pfeift aus dem letzten Loch. Oder die Hardware schmiert ab, weil du zu grob hackst. Okay, läuft wieder. Der Aufzug kann jetzt hoch zum Dach. Übrigens. Wir erreichen dann gleich den Luftraum von Night City. Die Landung wird unangenehm. Bist du bereit? Und auch für alles, was danach kommt? Weiß nicht, ob man für eine erzwungene Landung bereit sein kann. Vor allem in Dogtown. Aber mit dir sehen unsere Chancen besser aus.
Du bist da. Gut. Wie ist die Lage an Bord? Stabil, aber angespannt. Verständlicherweise. Siehst du? Das sind wir. Space Force One. Wir verlieren an Höhe. Gleich wird's holprig. Oh, fuck. Was? Was ist los? Was zum Teufel? Songbird! Wie die Präsidentin! Du musst... Songbird! Scheiße, verdammt! Wieder da. Songbird. Und raus. Sicher gelandet. Scheiße, Songbird. Ich dachte, du wärst... Fuck. Ja, ich weiß. Songbird, die Katze, ist jetzt bei ihrem 7. Leben. Ich habe Myers in den Sicherheitsraum gebracht, bevor ich zum Schleudersitz bin. Zum Wrack wie. Rette sie. Raketen, Songbird? Die haben euch gerade abgeschossen. Oh, Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass Hansen so krank im Kopf ist. Oder so entschlossen. Beeilung, los! Und weiter? Hast du einen Plan? Finde Myers, bring sie zur Liz Crest Street. Momentan der sicherste Ort in Dogtown. Okay. Ich melde mich wieder. Viel Glück, Vee. Vorsicht. Hier kommst du nicht ohne Ärger durch. Ich weiß, was du kannst. Aber ich will keine Risiken eingehen. Also Kopf runter. Okay? Yeah.
Granate! Runter mit euch! Leute sind da. Sieht so aus, als sollen wir hier aufräumen. Wie viele seid ihr da unten? Es waren 11 an Bord, inklusive mir und Rosalind. Keine Ahnung, wie viele noch leben. Irgendwie muss ich doch... Warte, ich hab's. Der Kranarm klettert drauf, ich kann ihn hochfahren. Es muss jetzt schnell gehen. Gib was da, dann geradeaus zum Wrack. Alle Waffen aufs Ziel richten! Weiter zum Wrack. Und pass auf, auf wen du schießt. Da sind auch NUSA. Werde angegriffen! Wir haben...
Luke, schnell! Na los, rein! Der Tank ist isoliert, der explodiert nicht. Kannst du was sehen? Ein großes, kaputtes Flugzeug. Gibt's Überlebende? Zumindest kein Begrüßungskomitee. Verdammt! Sind wir zu spät? Ist still hier drin. Totenstill. Okay, aber ich brauche trotzdem Gewissheit, ob sie tot ist. Im hinteren Teil sollte es einen Sicherheitsraum geben. Ich schließe die Tür auf. Entspann dich, Songbird schickt mich. Und du bist? Ich heiße V. Tut mir leid. Ich musste sicher sein, dass du es bist. Okay, aber jetzt los, bevor... Boah, Scheißdreck. Verdammt, die lassen nicht nach. Schön großes Gesicht!
Songbird, bist du da? Wie? Gib mir einen Status. Wir beide sind noch am Leben. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Crest, schon klar. Nicht Zenit. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Hab Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet irres Glück. Oh. Vielleicht dank dir. Was für ein verfickter Albtraum. Meine Leute sind tot. Alle. Wegen mir. Jetzt mach mal halblang. Hansen hat sie umgebracht. Nicht du. Das denkst du? Du ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt. Also hatte Hansen Hilfe. Aus Washington. Die NUSA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Dann können unsere Leute erst recht nicht über die Grenze. Ich kann niemandem trauen. Ich sollte... Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe schon. Aber denk dran, dass ich auch noch da bin. Du? Und Songbird. Wir holen dich aus der Scheiße raus. Danke, Vi. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. Warte mal. Verdammt. Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Ich habe einen subdermalen Tracker. Der muss sofort raus. Er steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe. Okay, aber das wird scheiße wehtun. Schmerzen sind angeblich bloß eine Frage der Einstellung. Was heißt, sie lassen sich unterdrücken? Schwachsinn, wenn du mich fragst. Aber wir haben keine Wahl. Schneid los. Hältst du das aus? Hab ich eine Wahl? Gut. Dann ruhig atmen. Moment, ist das... Drohne, beeil dich! In Deckung! Da. Genau rechtzeitig. Alles noch dran? Vorerst.
Ob so bleibt, ist eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Zeit abzuhauen! Frag unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Der Aufzug braucht etwas Runner-Magie, Song. Bin schon dran. Oh, oh. Sorry, Vi. Meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Stell mir mal deinen Ripper vor. Wieder. Meinst du, das klappt? Was, wenn wir stecken bleiben? Das finden wir gleich raus. Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Ein guter Grund, gleich weiterzugehen. Das dachte ich mir. Ich auch. Atme tief durch und seid leise. Verrate ich, wo ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Achtung, Patrouille. Guter Schuss. Du hast dir damit eure Position verraten. Wenn wir uns hier erwischen, sind wir erledigt. Ugh!
Verdächtigen wurden in diesem Gebiet gesichtet. Findet sie endlich! Ich sehe hier mehrere Patrouillen. Seid vorsichtig. Dann mal los. Bin auf einer Radiofrequenz. Könnt ihr mich gut hören? Laut und deutlich, Somi. Verrätst du mir mal, was hier für ein Scheiß abgeht? Wir müssen uns an den Plan halten. Elizabeth Crest Street, das ist weiterhin euer Ziel. Auf den Straßen ist zu viel los. Bleibt also im Untergrund. Wortwörtlich? Ihr müsst durch die alten Metrotunnel. Die Metrostation ist unter einer verlassenen Ausstellungshalle. Okay. Diese Drecksäcke geben nicht auf. Werd sie los, bevor es ins Parkhaus geht. Hätte schlimmer laufen können. Wir müssen weiter. Hey, Patrouille! Was ist los? Wir fahren. Außenposten. Gehen wir außen rum. Du glaubst nicht, was die Arsch. Auto erst recht. Wir müssen die loswerden, und zwar schnell. Hoffentlich weißt du, was du da tust. So ein Witz. Habt ihr hier alles zerbombt oder was? Wir? Ich bin zum ersten Mal hier. Geht mir genauso. Und ich komme nie wieder, wenn ich nicht muss. Wie eine Art Museum. Das Museum des Wunschdenkens, wo die Reichen mit unerfüllten Träumen gehandelt haben. Schwachkopfmagneten, kommt mir bekannt vor. Ach ja? Aus einem vorherigen Leben? Immobilien? Entertainment? Arasaka, Forschung und Entwicklung im weitesten Sinne. Meine Spezialität war, nun ja, Datenerhebung. Hübsches Wort für Konzernspionage. Finde ich auch. Trödel doch nicht so. So still, dass man sein Chrom quietschen hört. Ein gutes Zeichen. Meinst du? Ich mag's lieber etwas belebter. Frag sie ruhig mal nach der Ausstellung. Bin echt neugierig, was sie sagt. Weg. Songbird? Problem. Kriegst du die Tür auf? Moment. Das Schloss klemmt. Ihr müsst die selbst aufbekommen, wie? Krempel die Ärmel hoch.
Nicht notwendig. 3, 2, 1. Okay. Geht zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Sieht nach einem von Hansens Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug, andere Seite des Raums. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Oh shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird. Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansens Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Wahrscheinlich wurdet ihr draußen gesehen. Macht euch bereit. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Die kriegen mich nicht! Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Songbird. Bin schon dabei. Halte durch. Macht sie alle! Ich bring sie um! Songbird, was ist passiert? Scheiße, was ist da los, wie? Weiß nicht, Song hat einen Anfall oder so.
stirbst mir heute nicht. Ach, nee. Wohl nicht. Okay. Gut. Ist er zerstört? Nach dem Sturz, ja. Wir hatten Glück. Puh, wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Feuer!
Geschütz tun! Thank you.
verficktes Scheißteil! Zum Schutz der Nation. Schwachsinn. Das war knapp. Aber gutes Teamwork. Und Glück. Scheiß viel Glück, wie. Schnapp dir, was du brauchst, und dann weiter. Hier muss irgendwo ein Ausgang sein.